Was geht ab, meine Z-Fighter, Osri hier. Und heute werden wir, ihr seht die Stones, wir werden im japanischen Dokkan Battle sammeln, nämlich für Full Power Goku. An der Stelle habe ich euch gesagt, wenn ich die 110 Stones bekomme, werde ich mir auf jeden Fall noch 90 holen, damit wir 4 Mutlis an mir raus haben. Und ja, das heißt, RIP! RIP, free to play. Auf JP bin ich jetzt nicht mehr free to play. Mein JP-Account war ja bis jetzt auf jeden Fall free to play an der Stelle, aber ich habe mich dazu entschieden, hey. Wenn die neuen Charaktere kommen, bin ich echt gehypt im japanischen Dokkan Battle. So ist nicht. Und ich dachte mir, wisst ihr was, da mindestens ein Summon-Video rauszuhauen, wäre nicht verkehrt. Content für euch, Entertainment für uns an der Stelle. Da habe ich auf jeden Fall zu euch gesagt, ich bin dabei, mache ich gerne mit. Und dementsprechend sind wir hier für den Spaß auf jeden Fall da. Wenn wir natürlich was mitnehmen, umso geiler. Aber natürlich hier zu einem Summon-Video. Weil wenn die Charaktere wieder weggehen, bis sie auf Global kommen, da verfällt der Hype ein bisschen. Wenn sie dann wieder auf Global kommen, ist der Hype natürlich wieder da. Aber ich würde gerne auch den Hype mitnehmen. Ihr seid natürlich, sicherlich sind natürlich viele hier im Hype zum Full Power Goku. Deswegen wollte ich auf jeden Fall hier mindestens ein Summon-Video machen. Und ich denke, in Zukunft werden wir auch in JP an der Stelle mindestens ein Summon-Video zu neuen Bannern machen. Sofern da quasi richtig Hype dabei ist. Anyways, ja, an der Stelle RIP Free to Play. Wir haben hier Full Power Goku. Full Power Goku, wenn wir den ziehen, richtig geil. Vierfacher Vegeta, her damit. Vierfacher Vegeta, natürlich her damit. Omega Shenlong ebenso habe ich auch nicht auf der japanischen Seite. Können wir auch mitnehmen. Die neuen Units auch, warum nicht? Also im Endeffekt. Also im Endeffekt würde ich jeden Unit hier an der Stelle vom Banner auf jeden Fall haben wollen, warum nicht? Wir werden, wie gesagt, 4 Mutis dann machen und dann bin ich echt gespannt, was hier droppt bei den 4 Mutis dann. Wir haben natürlich GSR, by the way, am 7.7. kommt LR, Vegito und Gogeta auch ins japanische Dokkan Battle wieder zurück, beziehungsweise feiern die Comeback im japanischen Dokkan Battle. Was wir wissen ist, Full Power Goku wird auf jeden Fall auch in dem Banner sein von LR, Vegito und Gogeta. Da müsst ihr quasi euch selbst entscheiden, ob ihr darauf warten wollt. Natürlich werden die Rates dann geringer sein, weil da LR, Vegito und Gogeta mit dabei sein werden und mehrere Charaktere. Entweder wartet ihr drauf oder ihr sagt, nee, ich will nicht die LR jagen, sondern Full Power Goku will ich hier summon. Da müsst ihr quasi für euch selbst entscheiden. Wir sind auf jeden Fall jetzt dabei mit dem ersten Multi-Sum bei Full Power Goku. Und, Summon-Animation, neue Summon-Animation. Auf die freue ich mich natürlich auch. Komm schon, gib uns Hype. Gib uns Hype. Mit gib uns Hype meine ich nicht, gib uns einen Chaozu, der daneben so vorbeifliegt. Oh my yeah. Oh my yeah. Naja, wir gehen immer in Super Saiyan. Die Sache ist auch folgende. Die Summon-Animation, ich habe zu euch gesagt, wir müssen das beobachten. Wir müssen beobachten, welche Summon-Animation was ist. Weil ihr habt es wahrscheinlich gesehen, Super Vegito heißt auch Dokkan Exclusive Charakter oder LR. Es heißt nicht nur LR. An der Stelle konnten wir das jetzt betrachten, weil es ein Banner ist mit Dokkan Extreme Charakteren und Super Vegito ist bei einigen von euch gekommen, auch Bait und Olong Double Crack Screen. Also können wir jetzt zum Beispiel für Super Vegito Animationen sagen, dass es Dokkan Extreme Unit ist, beziehungsweise gefeatured Dokkan Extreme müssen wir beobachten, oder LR eben. In dem Banner sind keine LR, deswegen steht es fürs Erstere. In dem Banner, wo keine Dokkan Extreme Units sind, steht es dann quasi für die LR. Genau, so viel dazu. Schauen wir mal, ich spüre in dem Mut Islam gar nichts. Ja, dieser eine Chaozu, der wird uns das Leben ruin. Ja, das ist nur der GSS, ja, und dann auch noch nicht gefeatured. Also so wollen wir eigentlich gar nicht anfangen, wenn ich ehrlich bin. Immerhin ist da ein Osaru im Hintergrund. GG. Also wir wollen da schon gefeatured Charaktere. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Komm schon. 3 Mut Islam haben wir noch. Gib uns bitte ein bisschen mehr Hype. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, aber doch nicht sowas bitte. Komm schon, bitte. Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt euch schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da oben, falls ihr neu seid und nichts verpassen wollt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Jetzt kommt statt Trunks, statt Chaozu, mein Sohn Trunks. Sohnemann, bitte. Komm schon. Godco-Animation ist, by the way, mindestens 3 SSR, wissen wir jetzt. Verdammt nochmal, das kann es doch nicht sein. Ich will geile Summon-Animation, bitte. Bitte, schäft uns doch nicht direkt. Weil, wisst ihr, was ich mein erstes Mal direkt in JP eingezahlt? Ja, danke fürs Einzahlen, hier bekommst du dein Schäft. Oh. Oh. Trunks an der Stelle, dankeschön. Ich dachte kurz, das wäre der neue Goku wegen der Pose. Ist ein Dupe an der Stelle? Nehme ich an. Oh, FIFA Gogeta, nehme ich auf jeden Fall an. Habe ich echt nicht erwartet, beziehungsweise gedacht, das wäre Goku, wegen der Pose. Oh mein Gott. Okay, da war ich kurz. Da muss ich kurz tief Luft holen, ey. Ohne Spaß. Krass. Und Beerus, okay, nehmen wir mit, nicht gefeatured. Gogeta hat gut getan.
Kogita hat gut getan. Okay, wir haben hier an der Stelle schon mal einen gefischten Charakter. Gott sei Dank. Legit, Gott sei Dank. Oh, ich habe echt gedacht, das wäre Goku. Ich habe echt gedacht, das wäre Goku wegen der Pose. Let's go, let's go, let's go, let's go. Skyless Summon Animation, bitte, bitte. Dafür sind wir da. Dafür sind wir auf JP vor allem. Let's go. Komm schon. Krillin und Buu. Oh my yeah. Geiz doch nicht mit den Animationen. Geiz doch nicht mit den Animationen. Hau doch hier die Animationen raus. Was ist los? Buu und Krillin. GG. Geh mal Super Saiyan 3, Bro. Wir wollen hier ein bisschen hoffen, ja. Okay, korrekt. Noch ein Gefeaturter. Noch ein Gefeaturter. Cell nehme ich auf jeden Fall an. Bis jetzt läuft es gar nicht mal so schlecht. Ich will nicht groß reden, ich will nicht voreilig sein. Bis jetzt. Zwei Gefeaturete. Passt. Zwei Gefeaturete sind gut. Goku wäre echt geil. Ah, ne, es sind schon lange. Ah, geil. Ich dachte gerade, ja. Guldo, Guldo, ja, ja, Guldo. Whis, okay, nicht. War das schon der letzte? No. No, okay. Whis nicht gefeatured an der Stelle, okay. Ah, wie geil das wäre, wenn der letzte Charakter mal ein gefeaturter ist. Wer ist das? Braucht niemand. Braucht niemand. Aber ey, oh, wir haben schon echt gut gezogen. Nein, und so schnell geht's. So schnell geht's. So schnell geht es legit. So schnell geht es und schon. Und schon sind wir beim letzten Multi. Freunde, ich brauche hier auf jeden Fall noch eure Kraft. Ich brauche. Oh, schaut mal, wie krank dieser Goku aussieht. Hashtag Kakarot. Hashtag Kakarot, gib mir eure Kraft, damit ihr hier Full Power Goku ziehen. Almutlisam haben wir noch hier an der Stelle. Wir haben echt gut gezogen, so ist es nicht. Zwei wie Featured Charaktere, ist sehr, sehr gut, nehme ich auf jeden Fall an. Hat auch gute Äste dabei. Hashtag Kakarot noch zum Abschluss. Komm schon, komm schon, ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte. Geile Summon-Animation hatten wir noch nicht. Komm schon, hau eine geile Summon-Animation raus, bitte. Drei, immerhin drei Charaktere. Okay, ich habe auf Vegeta gehofft, weil mit Vegeta kann man halt echt hoffen. Puh, let's go, komm schon, bitte. Was geht, was geht? Oh, Super Saiyan 1, okay, okay. Ist aber an der Stelle natürlich auch ein... Scheiße, Super Saiyan 1. Bitte lass es nicht nur der letzte gefeaturete. Bitte lass es nicht nur GSSR sein. Bitte, bitte, dann wäre der Hype wirklich verflogen. C16. Ich spiele eigentlich nichts, welcher ich bin. Nein! Warum? Das Schäft. GG, JP. Schade, 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 schade. FIFA Gogeta Dupe nehmen wir auf jeden Fall an. So ist nicht. Den Cell haben wir auch an der Tasche. Aber hey, so viel dazu, okay? Wollt auf jeden Fall den Hype mitnehmen. Ein Sum-Video wollte ich auf jeden Fall für euch raushauen. Was haltet ihr von der Idee? Wenn ihr sie cool findet, lasst mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren oder lasst ein Like da, damit ich dann Feedback bekomme. Dann sagt ihr, okay, dann weiß okay. Bei so Hype-Bannern in JP, auch wenn sie JP sind, bin ich auf jeden Fall bei einem Sum-Video dabei für euch an der Stelle. Natürlich auch für mich, weil ich Spaß haben wollte. Ich wollte auf jeden Fall was Sum bei Goku und es versuchen. Und habt auch keine Scheu. Sagt nicht, nein, also du spar dein Geld und so, alles gut. Muss ich unbedingt machen. Nee, 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 nee. Ich bin auf jeden Fall dabei. Seid ehrlich zueinander, seid ehrlich auch zu euch selbst, zu mir. Wenn ihr was sehen wollt, sagt es ruhig. Lasst wie gesagt ein Like da, wenn ich Feedback habe. Oder lasst mir Kommentaren wissen, damit ich auf jeden Fall das nächste Mal auch dabei bei quasi einem neuen Hype-Banner. Bis dahin hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wir sind trotzdem gut ausgegangen, so ist es nicht. Immerhin Gogeta mitgenommen und den Cell als neue Unit und ein paar SSR. Ja, legit so ein paar SSR. Aber wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel über euren Sums und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace, Freunde. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright. So, Freunde, einen habe ich noch für euch. Ein Mutisam bei Nacht. Let's go. Komm schon, komm schon. One last Multi. Jawoll! 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 Warum? Mr. Satan auf Buu heißt eigentlich Granted LR bzw. Dokkan exklusiv. Muss sein! Es muss sein! Komm schon! Wir wollten die Hype-Summon zum Schluss bei Nacht! Haben wir da noch einen bekommen?
Ah, leider kein Gott, aber oh mein Gott, eine ist es. Wenn es der ist, bitte, 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 bitte. Ah! Okay, nehmen wir an. Natürlich, wie geht da? Nehmen wir an der Stelle natürlich an. Natürlich, natürlich. Okay, oh mein Gott, aber das hab. Ja, Mann! Was? Zweiter Vegeta! Zwei Vegeta in ein Multi. Ich sag jetzt so auf jeden Fall nicht nein. Zwei vielfache Vegetas in ein. Oh mein Gott, drei S. Okay, einen kriegen wir sogar noch. Ah, okay. Ja, Multisam bei Nacht rentiert sich dann, wie es aussieht. Multisam bei Nacht lohnt sich an der Stelle. Multisam bei Nacht, meine Freunde. Jawohl, noch zwei Vegeta gedroppt. GG.